Also, ich werde zeigen, ihr habt auch alle kommen zur Problembewältigungstherapie. Ja, habt ihr das Wort ewig gehört? Gell, wie das so flott rausgekommen ist, gell? Ich bin selbst erstaunt über meinen Wortschatz. Ja, ich weiß nicht, wo der herkommt. Ich rede normalerweise gar nicht viel, gell? Aber das war jetzt mal gut. Ich gehe gerade mal den Luft. Ja, ich habe ein Problem. Ich meine, guten Abend, guten Abend. Ja, so jung wie die sind, haben die noch keine Probleme, gell? Ja, also ich muss euch sagen, ihr könnt euch sicher vorstellen, um was es geht. Schlafzimmer. Ja, da will halt meiner nicht drüber reden. Da ist ein bisschen eigen da drin, gell? Aber man muss auch mal reden, es muss mal raus, gell? Also ich bin der Meinung, die meisten Missverständnisse in der Ehe sind im Schlafzimmer. Ja, ja, weil man sich da halt so nah ist, ne? Das ist, Sie werden lachen, ich habe sogar mal Probleme schon mit auswärts genommen. Wir waren mal im Urlaub und da, ja, und da habe ich mal einen neuen Schlafer zugekauft. Ah ja, Gott, wenn ich schon auswärts schlafe, wollte ich halt mal was Neues sehen, gell? Ja, ein schöner so, außer Teng. Ja, der glänzt so schön. Und ist glatt. Wusch draus war er. Bin nur bloß froh, dass die Stube dir zu war, gell? Man weiß, wo der hingerutscht wäre. Ja, und dann ging es so gleich so weiter. Ne, ich habe es ja gut gemeint und habe schon gedacht, wo wir jetzt heimkommen. Dann, ich kaufe noch so einer, weil die sind so schön weich, gell? Ja, die Schlafanzug. Und dann können wir das ja nochmal probieren. Ne? Ich nehme auch noch Leuen durch. Aber er hat gleich gesagt, meiner Kette, wenn wir heimkommen, schmeiß den gleich weg, der fällt unter das Waffengesetz. Wenn wir daheim sind, zieh ich meinen alten Baumwollen wieder an. Die alten harten Dinger. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, mir kommt kein Harte mehr ins Bett, gell? Aber gut, okay. Ich muss aber euch sagen, ich habe gedacht, ich tue es jetzt wieder gut machen, wo wir daheim waren, hat mir was einfallen lassen. Aber, und zwar, stellt euch mal vor, ich weiß nicht, ob ihr das kennen, ich habe dann die Traubennummer vorbereitet. Kennt ihr die? Das ist ganz einfach. Da legt man sich so aufs Bett, mit ohne Kleider. Ja, und er kniet dann vorne dran, auch mit ohne Kleider. Ja, und dann legt er so ein Träubchen auf den Nabel. Ja, und mit einem leichten, erotischen Schlag auf den Oberbauch. Ja, sieh, dann topst es hoch. Und der fängt es dann mit dem Mund auf. Aber war ein Missverständnis. Ich muss irgendwas falsch gemacht haben. Ja, noch ein Kilo Traube war der satt nicht geschlafen. Den nächsten Tag ruft mich meine Freundin an und sagt sie, Herr Kettel, hast du heute Nacht den Tiger im Bett gehabt? Na, ich sag, ich hab doch keinen Tiger im Bett gehabt, wie kommst du denn da drauf? Ach, das hat Kettel, man hat dich doch gehört auf der Straße. Ach, was hat das Mensch? Du verrenkst das Kreuz, hast ein Ischias und den kannst du einen Tiger nennen. Aber ich weiß auch, wie das missverstanden ist. Ich zeige euch das einmal. Also ich habe mich ins Bett gelegt. Ja, ich kann es kurz, gell? Ich war im Bett gelegt und, nee, so nicht. Ich habe die Hände immer neben dran. Vielleicht fällt mir was ein. Und dann habe ich schon Platz gemacht. Ja, jetzt habe ich da gelegt und jetzt hätte ich einmal, also es hat nichts mit dem Alter zu tun. Das war einfach nur, ich habe viel getrunken und so, also ich hätte mal nachts mal rausgemisst. Ne? Und ja, jetzt lieg ich da und wie ich hoch will, ich fange aber, es ging nicht. Dann wollte ich die Fies und so,
Nichts kam. Dann habe ich versucht, vielleicht jetzt gerade, weil wir unter uns sind, ja, ich habe, wir haben ein Bett, da sind da oben so Gitterstäbe zum Festhalten. Ja, wie weil habe ich mich da unter dem Gitterstab festgehalten und wollte gerade so, aber es war nicht zu machen. Dann habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt halt auf der anderen Seite rausgehe, ob das vielleicht klappt. Da war ja aber der Tiger gelegen. Okay, Missverständnis, die Hauskatz. Auf jeden Fall habe ich mir dann überlegt, wie wechsle ich jetzt die Seite. Dann habe ich die Technik entwickelt und so Rücke, Becke, Rücke, Becke, Rücke, Becke, Rücke, Becke, Rücke, Becke. Jetzt wollte ich ja auf der Seite, na, und, also unter uns, ich gebe es zu, wir haben unten auch Gitter. Man kann also oben und unten festhalten, gell? Ja, wie was hänge ich da gerade an dem Gitter herauszugehen? Dann her ich da hin von der Hauskatz. Kettel, was hast du denn vor? Na, er sagt, ob es glaubst oder nicht, ich muss auf den Klo. Und dann hat er mir angefangen, Kommandos zu geben. Und ich denke mal, das war das, wo die Nachbarn gehört haben. Ja, der hat dann gesagt, hab Kettel, da tu doch, halt mal die Beine hoch und raus. Ah, blablabla. Und er sagt, dreh dich halt auf den Bauch rum. Und ich, und aller gut, ich war irgendwann auf dem Klo, es hat geklappt. Und ja, ich meine, es war ein kleines Malheur passiert, wo ich zurückgekommen bin, gell. Ich habe dann zu meinem gesagt, du hättest ein bisschen aufpassen können. Ich habe mir die ganze Brust verdrückt. Na, ich sage, mach nicht Kettel, der hängt sich bei dir wieder aus. Aber sie, er hat mir, ich darf jetzt, das ist jetzt unfair, darf ich nicht sagen, er gibt sich als Harmonie. Gut, sind Missverständnisse, aber er probiert es, gell? Da bin ich der letzte heimgekommen. Ja, stellt euch mal vor, da komme ich heim und da begrüßt er mich mit Hallo. Tito Alba. Dann habe ich gesagt, was heißt denn das? Dann hat er gesagt, Tito Alba, das Latein, das heißt so viel wie schöne Frau mit Federn geschmückt. Also unter uns, ich habe es gegoogelt. Tito Alba heißt nicht schöne Frau mit Federn. Tito Alba ist Schleiereil. Ja, und auf jeden Fall, ich habe dann da gelegen. Und dann denke ich, das ist eine Aufforderung, da muss ich jetzt wohnen. Und dann habe ich dann gesagt, ich habe mich auch vorbereitet. Habe ich gesagt, gute Nacht, Ferus, das heißt Wilder. Dann habe ich gesagt, gute Nacht, Ferus, wenn du noch was willst, dann kannst du das holen. Sieh, was soll ich sagen, der kommt ums Bett rum. Ich bin nicht hier nervig, der kommt da rum. Ich sehe die Gier in seinen Augen, gell? Der kommt da her, mein Ansawari ist gewachsen. Ja, das heißt Gänsehaut. Ja, was kommt der da auf meine Seite? Biegt sich zu mir runter. Ich habe den heißen Atem gespürt. Dann habe ich doch an mich gedacht, Achtung, jetzt sagt er was Dreckiges, Lateinisches ins Ohr. Dann guckt er mich an und sagt er, Kettel, ich brauche noch eine Kisse. Dann ruft er mir das Kissen unterm Kopf raus. Ich habe mir den Kopf an den Bettlad angewischt. Dann weiß ich nichts mehr. Den nächsten Morgen hat er nur gemeint, Kettel muss mit gewesen sein. Ich war noch nicht ums Bett rum, hast geschlafen.
Aber ich sage euch mal etwas, zur Problembewältigungstherapie gehört bei mir singen. Ich meine, gut, man nennt mich die Kallas von Speyer, das ist klar, gell? Und ich habe gedacht, ich zeige euch jetzt mal ein Lied, wo man machen kann. Das gibt Stimmung, da fühlt man sich wieder positiv. Ihr müsst auch ein bisschen mitmachen, ja? Gut, dann, ich habe was vorbereitet, einen kleinen Moment. Ja, wann das zu langt? So, ich hab jetzt, ja, da müssen wir jetzt, ihr müsst dann, wenn ich jetzt loslege, müsst ihr im Takt mit, aber den kriegen wir raus, den Takt, den her, ne? Und dann wäre es von Vorteil, wenn ihr, ja, auf die Harmonie kommt es auch, das muss alles ein bisschen, gell? Ja, es wäre von Vorteil, also wenn ihr dann immer, wenn ich so mache, Rock me halt nachsingen. Kennt ihr das? Machen wir es mal. Also um euch Druck zu schienen, wer will, kann auch aufstehen. Also das überlasse ich euch. Und sollen wir dann anfangen? Ihr macht das und klatschen das dann. Bitte hau Musik neu. Wenn die fünfte Jahreszeit angeht, Kettelchen. Ich glaube, ich darf sagen, keine hat so eine schöne Stimme. Keine kann diese rhythmischen Bewegungen des Körpers so vollendet ausführen wie du. Richtig heißt sie Jutta Hinterberger und das kann man nicht überhören. Sie kommt aus der schönen Balz. Unser Jutta oder Kettel, wie auch immer, ein dreifach donnerndes Weiberfasernacht. Hella! Kettel Feiertag. Hella! Die schöne Pfalz. Hella!